sich den Pulver mal angucke, hey, ist genial, he? Wenn ihr mal den Weg gefunden habt, könnt ihr hier nur noch viel falsch machen. Kommt man von der Auehütte, ist ja der offizielle Ausgangspunkt von der Tour. Zum Steinmann fahren wir wieder runter, der Helikopter und Start. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Man sieht hinter uns wahnsinnig geiles Grünhorn. Hier kann man es nicht mehr verfehlen. So geile Pulver, auf geht's! So geile Abfahrt hier! Mega! Super! Ja. Wir starten jetzt gerade unsere Tour mit dem Beste Jonas und dem Ruben. Und wir sind jetzt eigentlich hier am Tourigier-Parkplatz. Den gibt es jetzt aktuell nicht, der ist nicht richtig fein. Und dort vorne sieht man, das ist jetzt die Isarbahn. Und wir haben heute vor, durch das Schwarzwassertal, zur Schwarzwasserhütte, dann dort das Steinmantel, knapp 2000 Meter hoch, dann kurze Abfahrt, ein traumhafter Pulverschnee heute. Und dann gehen wir noch den Helikopter. Freiwilligen quasi und fahre dann das Schwarzwassertal wieder ab. Und hier am Tour, Parkplatz Zeit, geht es gleich links hier über zur Brücke. Aber hier ist lang. Und dann geht es erstmal ewig ziemlich flach. Schwarzwassertal hinten bis zur Melköde. Und dann geht es leicht aufwärts zur Schwarzwasserhütte. Traumhafte Pulver, wird richtig schneit diese Woche und wir wollten eigentlich eine andere Tour machen, aber haben uns jetzt dagegen entschieden wegen der Lawinensituation. Das hat ziemlich gewindet die letzten Tage, wir haben jetzt über 2000 Meter frei und drunter ein Zweier, aber es wird ziemlich viel Einblase sein, deshalb waren wir vorsichtig und das ist jetzt eine Tour, die aus meiner Sicht bei Gefahrenstufe 3 gut machen kann, aber klar, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich quasi immer links von diesem Bach weg. Das ist gleich der Schwarzwasserbach, oder wie er heißt. Und die kommt euch aber allzu arg. Lasst sich an den Häusern vorbei. Und so geht es eigentlich stetig. Immer das Tal hinten. Und wenn ihr mal den Weg gefunden habt, könnt ihr hier nur noch viel falsch machen. Mensch, hey, wenn ihr sich den Pulver mal angucke, hey, ist genial, he? So, man merkt wieder, wir kommen in die Zivilisation. Da hinter mir sieht man jetzt, da kommt man von der Auehütte, ist ja der offizielle Ausgangspunkt von der Tour. Wenn man vom Tourverkehrsparkplatz startet, dann macht es wirklich Sinn, dass ihr euch hier entlang vom Bach haltet und dann kommt er entsprechend hier. Ist ein läuferartiger Weg. Aber auch durch dieses Tal, wo wir gerade gelaufen sind, sind im Normalfall immer Spuren drin. Wir kommen jetzt hierher, der Galtöde vorbei. Zum Melköde, dann geht es zur Schwarzwasserhütte hoch und dann zum Steinmann, fahren wir wieder runter,
der Helikopf und fahre dann hier runter und wieder zurück. Jetzt ist gleich der Lechberg auf. Nachher wird es aber ziemlich flach. Bevor es dann zur Schwarzwasserhütte wieder hochgeht. So, und wir kommen jetzt von dahinter, also man folgt immer dem Weg. Da kommt hier ein Schild und jetzt haben wir nachher zwei Möglichkeiten. Ich gehe nachher nochmal drauf ein, aber jetzt fahren wir erstmal runter auf diese freie Fläche und dann melde ich mich gleich nochmal. So, da vorne, da fährt jetzt die Melköde. Da müssen wir hin über diese freie Fläche. Und interessant ist vielleicht jetzt auch so, man kann auf den Helikopter natürlich auch immer zu mir gehen. Und da gehen wir dann dementsprechend da, wo die Gabelung war, direkt hier weiter. Und dann geht es hier dann der Waldbücher durch. Ja. Also wir sind den Hang gegenüber. Da kommen schon mal ein paar Spuren runter, da werden wir auch runterkommen in der Abfahrt vom Helikopter. Und da geht es dann auch hoch, wenn man die Tour andersrum macht. Wir gehen aber erstmal weiter. Hier sieht man ein paar Spitzkehrer hoch Richtung Schwarzwasserhütte. Wir sind hier in der Melköde, das ist das hier. Und auch jetzt ziemlich geradeaus hier hoch. Gleich rechts davon geht der eigentliche Weg. Der ist auch planiert. Wir wollen jetzt aber ein bisschen netter durch die Natur. Mir ist hier traumhaft, wirklich abseits vom Mittelweg hoch. Wenn kein Spur drin ist, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist die Orientierung noch ein bisschen schwer. Da ist bloß die grobe Richtung. Also im Zweifel der Hütte weggehe, dann kann man nicht verlaufen. Ansonsten ist das natürlich gigantisch, weil Hütteweg verläuft da drüben und es ist halt kein so schöner Schnee. Da oben ist Schwarzwasserhütte. Und da sieht man jetzt vom Hütterweg kommen. Ich laufe immer geradeaus, um mal zur Hütte zu. Die war jetzt gerade ziemlich eingeschneit. Und dann geht es ganz ansteigend richtig schöne Hügel hoch. Also wenn man geradeaus läuft, kommt automatisch Richtung Steinmantel. Über die Kuppe drüber. Da sieht man so richtig super unser Ziel. Aber oben ist der Gipfel, erkennt man jetzt wahrscheinlich schlecht. Vorher haben wir das Gipfelkreuz schon gesehen, wenn jetzt schön die Sonne rauskommt. Ich bin jetzt noch 150 Höhenmeter. Dann haben wir den ersten Aufstieg geschafft. Dann können wir uns auf riesig breite Abfahrt freuen. Da ist sie. So, jetzt kommt richtig geil die Sonne, wenn die so bleibt. Das ist der Tag mit dem Pulver. Mega. Sieht man jetzt, wenn wir nachher runterfahren, und da oben gibt es ein Kreuz. Da geht es hoch, Spitzkehre. Und dann geht es nachher darüber zum Helikopf. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Ihr seht, was für eine Suppe wir vorher waren. Und hier oben scheint die Sonne. Da sehe ich hinter uns wahnsinnig geiles Grün haben.
da drüben. Eine hohe Eife. Jetzt bald wieder ein bisschen mehr im Nebel. Vorher hat man richtig geil gesehen. Der Wahnsinn! Das ist schon der Gipfel. Und jetzt schon ein Meter. Brutal. Brutal, man sieht ja echt nicht so viel, gell? Hä? Man muss echt vertrauen. Ja, der Schnee ist doch relativ hart gesehen. Ja, so richtig pulverig ist er, ja. Nee. Vom Schnee her ein Bäumchen. Und das riecht ja beschissen. Ja, ist echt übel. Ah, da unten wird es besser, glaubt. Man sieht jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Also die Abfahrt mal lachen, mir gerade wieder eingefällt. Oh, und jetzt geht es zum Helikopf in die Richtung. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter noch mal ein bisschen besser wird. Das frisst halt wieder ein bisschen auf, aber schauen wir mal. Im Ausstieg zum Helikopf. Jetzt links den Rücken, den ihr da seht. Das ist der Rücken, wo wir vorher auf Steinmantel aufgestiegen sind. Das Wetter wird wieder besser. Klasse, weil die Abfahrt braucht. Aber was so ist, wir hoffen auf die Abfahrt im Helikopter. Hier sieht man schon richtig gute Helikopter. Da oben ist er. Die weiße Kuppe. Wegfindung ist easy. Ich glaube, hier werden Urspuren drin sein. Egal wie frisch es geschneit hat. Sieht, ist die Orientierung. Wenn man den Gipfel kennt, aber auch kein Problem. Da unten hinter der Kuppe ist die Schwarzwasserhütte. Wir sind jetzt hier. Sieht man die Spur. Und dann in der Rechtskurve. Jetzt dann hierher. Wir sind jetzt auf dem Helikopf. Und wenn man kein GPS hätte, wüssten wir, dass wir oben sind. Traumhafte Aussicht rundum. Wir haben gerade was gegessen und wir haben jetzt beschlossen, jetzt fallen wir mal ab. Und dann warten wir mal eine Weile. Jetzt hat es immer mal wieder aufgerissen. Und wenn man das sieht, hier abfahren, macht keinen Spaß. Wahnsinn, Powder, oder? Geil! Schönster Powder. So geile Abfahrt hier! Mega! Ja, von da oben sind wir jetzt runtergekommen. Immer praktisch im Tal unterbleiben. Und jetzt, das müsst ihr jetzt kennen, wenn ihr die Eventour anguckt habt. Das ist fast die gleiche Abfahrt. Und sieht man hier natürlich auf Tour. Geht gerade auf der Wald. Und dann kommen wir wieder runter zur Galtöde.
Jetzt kommen wir aus dem Wald raus. Da unten sieht man jetzt die Melköde. Und wir halten uns jetzt wieder hier links. Und dann kommen wir wieder auf unseren Aufstiegsweg. So, von da sind wir jetzt gekommen. Da sind wir aufgestiegen heute Morgen. Oben ist das Wasser heute. Und wenn man die Tour andersrum macht, wenn man die Tour andersrum macht, dann kommt man von hier und jetzt hier weg. Von da sind wir gekommen beim Herlaufen und sind dann hier an der Stelle links weg an der Galtöde vorbei. Und wir kommen jetzt hier von Grad her. Und jetzt geht es hier immer weiter über das Schwarzwassertal raus. Und dann kommen wir langsam auch wieder zum Auto. Ich melde mich später aber nochmal mit einem Fazit. Ihr dürft gespannt sein, wie die Tour war. So, wir sind jetzt wieder zurück. Wir haben insgesamt jetzt knapp 25 Kilometer, 1500 Höhenmeter. Und ich fand es eine geile Tour. Zuerst haben wir mit dem Wetter ein bisschen Pech gehabt bei der ersten Abfahrt. Der Aufstieg war deshalb war aber trotzdem geil mit geilem Wetter. Und dann sind wir auf den Helikopf gekommen und da war das Wetter auch scheiße. Aber wir haben ein bisschen gewartet. Und dann war die Abfahrt gigantisch mit riesig Pulver und hat dann auch gut gesehen. Der Wahnsinn. Jetzt so. Ja, mega Tour. Für mich das erste Mal in der Alp unterwegs. War echt richtig geil, aber auch mega anstrengend. Also ich bin fix und fertig. So, ich fand es auch super gute Tour. Mega Schnee. Ich glaube, es ist schade mit dem Wetter. Aber ich glaube, wir haben es heute echt richtig gemacht. Nicht die andere Tour. Wir hatten mega viel Spaß.